Drei kleine gleichseitige isometrische Dreiecke werden an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit Seitenlänge 12 cm abgeschnitten, wie auf der Zeichnung hierunter zu sehen ist. Die Summe der Umfänge der drei kleinen Dreiecke ist gleich zum Umfang des grau schattierten Sechsecks. Frage: Wie lang sind die Seiten der kleinen Dreiecke? Die Seitenlänge vom großen Dreieck beträgt 12 cm. Bezeichnen wir die Seitenlängen von den kleineren Dreiecken mit x und bezeichnen wir diese längere Seite von dem Sechseck mit y. Durch die Angaben wissen wir, dass die Summe der Umfänge von diesen drei kleinen Dreiecke, also 3 mal 3x, dasselbe ist wie der Umfang von diesem grauen Sechseck. Und der Umfang von diesem grauen Sechseck, das ist y plus y plus y, also 3y plus x plus x plus x, also plus 3x. In dieser Gleichung setzen wir 3x links rüber. Somit steht links 9x minus 3x, also 6x. Und diese Gleichung teilen wir noch durch 3. So erhalten wir, dass 2x dasselbe ist wie y. Wir wissen aber auch, dass x plus y plus dieses x 12 ergibt. Also ist 2x plus y gleich 12. Demzufolge können wir in dieser Gleichung dieses y ersetzen durch 2x und somit erhalten wir als Gleichung 4x gleich 12. Also muss x 3 sein. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 3 cm, das heißt D. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.